Ja, da ist der Zug in Vidia angekommen. Der andere Zug, den hier kann ich kurz rollen lassen. Der Ten Wheeler ist in Vidia angekommen. Fein, fein, fein. So, du sollst zu allen weiterfahren. Aber wenn dann bitte vorwärts. Du lädst dann auf. Ja, jetzt kriegen wir zumindest schon mal das Geld dafür, dass wir hier die Waggons theoretisch abgeliefert haben. Aber den Leerwaggon hätte ich jetzt schon noch gerne mitgebracht. Bist du denn jetzt vollgeladen? Tatsächlich. Zero Passengers Waiting. Finde ich gut. Müssen da jetzt gleich nur noch drauf aufpassen, dass wir da die Bryson-Haltestelle wieder so präparieren. Ich glaube, das mache ich mal fix. Hinspringen bitte. Dass der Zug, wenn er hier auf Gleis 1 vorbeirauscht. Zumindest hier irgendwo stehen bleibt. So, wieder nach vorne. Was mich jetzt natürlich auch interessieren würde, ist, wenn wir hier die ganze Zeit die Leerwaggons einfach hier reinschieben. Kommt dann irgendwann mal keine mehr nach, weil alle Waggons der Welt hier auf diesem Stück Gleis liegen? Oder was passiert? Und vor allem, wie lang ist dieses Gleis? Ah, da endet es. Okay. Also theoretisch könnte man hier sehr, sehr viele Waggons reinschmeißen. Ich glaube, da habe ich blind zu früh gebremst. Das müsste aber ausreichen. Versuchen wir das mal mit dem vernünftig reinschubsen. Weiche steht. Funktioniert ganz gut. Dann holen wir uns den Waggon wieder. Haben hier hinten eigentlich irgendwelche Waggons, die Handbremse drin? Fahren. Da müssen wir auch den Reverse reinpacken.
Dann schubst du mir den Waggon jetzt einmal kurz darüber und danach können wir, wenn wir den da rüber geschubst haben, mitnehmen. So, Weiche ist gestellt. Den jetzt präparieren. Tschüss. Gute Fahrt. Bleib gesund und geh nicht kaputt. Ich hoffe, der schubst die Waggons noch ein Stückchen mit, dass wir da den Waggon quasi, dass er quasi dahin kommt, wo er hin soll. Ja, der andere ist schon jetzt in Eder Station, das ist auch sehr schön. Rums. Ja, Soundprobleme, wenn die Waggons gegen Sachen prallen. Das heißt, ich werde dich jetzt aber mal reversen. Fahr mal langsam zurück. Du bist auf dem Gleis. Kann sich keiner beschweren. So. Die Weichen sind alle noch gestellt. Die Weiche stellen wir jetzt auch. Dann darf diese Lok nämlich wo sammeln wir unsere Waggons? Ich glaube auf dem Gleis hier. Das müsste eigentlich passen. Da sammeln wir die. Danach können wir nämlich den da rausholen und die beiden rausholen. Das ist auch sehr schön. Und ich glaube, wir brauchen noch einen Kohlewaggon für hier hinten. Oder vielleicht zwei, ich weiß es nicht. Aber die kommen wir dann, wenn es soweit ist. Mogul kann auch reversen. Die ist nämlich auch gefüllt. Die darf dann, wenn sie hier die Holzwaggons abgeladen hat, so da lang. Sich entweder nachfüllen oder Waggons hin und her schubsen. Fahr schneller, dann kann ich trinke derweil nochmal einen Schluck. Prost! Ach ja, da vorne ist ein Übergang, deswegen bimmelt er. Wobei, was ich natürlich machen kann. Oh Gott, dieser Sound. Ich lasse ihn tatsächlich hier dann fahren, weil dann holen wir da die Waggons noch raus. Weil das ist auch ein Waggon, den wir von vorne ranholen werden. Das ist dann natürlich sehr, sehr fein.
So. Und wenn es gerade passt, dann passt es ja. Also von daher würde ich sagen, lass uns das so einfach tun und so. So, fix abbremsen, damit wir nicht zu viel Schäden machen. Ich meine, der Waggon ist gerade noch wie neu. Das sollten wir auch beibehalten. So, dieser Waggon hat eine Handbremse drin. Die lösen wir mal lieber. Nicht, dass die Lok irgendwelche Probleme mit Handbremsen hätte, aber naja, lieber mal ein bisschen gelöst als und so. Das Ding lösen wir auch mal. Ah, vergiss es. Da ist eine Dings drin. Schade, schade, schade. Das hätte so gut klappen können. Dann hätte ich den Waggon nämlich einfach darüber schubsen können und solche Sachen. Aber nein. So, jetzt haben wir. Dann kann der Waggon nämlich in Ruhe hier rüberrollen und wir können dem dann hier drüben irgendwann sagen, Handbremse an. Jetzt zum Beispiel. Die Waggons können wir wieder vorschubsen. Funktioniert doch ganz gut. Und Drahid, guten Abend. Lurk ohne Ton, weil Silver Gaming. Alles klar, dann auf jeden Fall vielen Dank für den Lurk und viel Spaß. So, reicht das oder gibt es da einen Weg nach oben? Rollen die wieder zurück? Wahrscheinlich rollen sie zurück, sonst hätte ich eben die Handbremse nicht reingemacht. Dann machen wir das lieber so. Dann schubsen wir noch mal. Bremse rein. Kupplung lösen. Und volles Kanon nochmal zurück. Weiche muss gestellt werden. Weiche muss gestellt werden. Das hört sich an, als wenn da hinten irgendwo der Passagierzug kommen würde. Auch sehr schön. Dann ist er ja schon da. Ja, da kommt er. Sehr fein.
Ja, komm, Switch stellen. Den lassen wir da fix rüberrollen. Aber wenn D-Log da ist, dann werden wir das Rangier mit dem Ten wieder machen und die Pacific darf ihre Sachen darüber transportieren. Das ist mir tatsächlich sogar ein bisschen lieber, glaube ich. Dann sind die Sachen nämlich hier, glaube ich, schneller weg. Du hin, liebe Ten, wieder. Ich stelle nur gerade fix die Weichen. Da lang, da lang, da lang. Da lang, da lang. Falscher Wagen, aber okay. Dann vorwärts. Bremse lösen, dann klappt das mit dem Vorwärtsfahren auch besser. Weil auch das Stückchen da vorne hat ein gutes Gewicht drauf. Da macht es Sinn, eine starke Lok zu nehmen. Ja, das sind nämlich immer noch 1000 Tonnen. Road forward. Hab Spaß. So, Orders, Manual. Oh, da haben wir wieder 156 Dollar verdient. Das ist doch schön. Die stellen wir doch mal wieder um, dass wir da dann später wieder zurück wollen. Die Luft ist mir gerade voll egal. Sobald der hier durch ist, können wir hier weitermachen. Währenddessen springen wir aber zurück zur Mogul. Die sollte nämlich, wie ich mir dachte, schon hier sein. Dann können wir nämlich hier schon mal sagen, Orders forward. Wow, dann werden wir sie später nochmal nachtanken. Und die müssen wir sowieso noch tanken, schicken. Also von daher passt das, dass wir sie jetzt für anderweitige Aufgaben benutzen. So. Können wir die Weichen schon mal stellen? Ich denke mal, wir werden zuerst tanken. Das ergibt in der Regel mehr Sinn. Klassischerweise müssen wir natürlich immer die hinteren Wagen, klar, die kamen zuerst da rein, hin und her schubsen und rausholen, weil es sind immer die hinteren Wagen, die man zuerst entleert. Das ist immer so. Ich gucke derweil nochmal auf das... auf die Conditions, die sagen, dieser Zug, also diese Lok ist in super Zustand, finde ich fein. Dann darfst du hier schon mal Kohle buchen. Die Mogul ist auch soweit, dass wir sie einen neuen Befehl geben können.
den da schließen. Dass die Waggons jetzt die Luft verlieren, ist mir vollkommen wurscht. Das ist mir so egal, weil... So what? Wenn wir nämlich gleich die leeren Waggons hier rüberziehen, auf dem Gleis hier liegen lassen und die vollen wieder rausholen. So. Du bist mittlerweile voller Kohle. Dann können wir ein Stückchen nach vorne rutschen. Dann können wir das Wasser nachfüllen. Ja, eigentlich muss ich das Ding hochmachen, wenn ich da runterfahre. Ich finde es gut, dass es da keine Schäden gibt, auch wenn es hässlich aussieht.